Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Adventure Time und dem neuen Projekt Hero of the Kingdom 3. Endlich ist dieses Spiel vor einigen Wochen erschienen und ich muss sagen, nachdem die letzten beiden Teile Hero of the Kingdom 1 und 2 euch und auch mir sehr viel Spaß gemacht haben, bin ich ein richtiger kleiner Fan dieser Serie geworden. Obwohl die Spiele ja eigentlich gar nichts, ich sag jetzt mal Großartiges, Großes sind, ist es trotzdem schön, einfach diese kleinen Gelegenheitsspiele zum Entspannen zu spielen, und ich denke, dass Hero of the Kingdom 3 auch nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen wird, wie hier ähnliche Sprünge sehen werden wie von Teil 1 zu Teil 2. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt vor einigen Wochen erschienen. Entwickler und Publisher ist mal wieder Lonely Troops, und ich bin gespannt, in was für ein Abenteuer uns dieser Teil stürzen wird und ob wir wieder von einem, ja, Bauern zu einem Helden aufsteigen werden. Beginnen wir ohne Unterlass Hero of the Kingdom 3. Oh nein, wieder dieser Albtraum. Seitdem ich meine Eltern verloren habe, träume ich jede Nacht das Gleiche. Ich sehe sie ertrinken und kann ihnen nicht helfen. Es ist inzwischen 10 Jahre her, aber ich sehe es immer noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Also wieder eine Person mit einem traurigen Schicksal. Wir erinnern uns im Prinzip an den ersten Teil, wo dann der Bauernhof des Protagonisten abgefackelt wurde und sein Vater entführt wurde. Im zweiten Teil mussten wir fliehen, unsere Eltern wurden getötet. Und ja, jetzt ist es so, dass die Eltern ertrunken sind. Mal sehen, was hier noch so passiert. Du siehst nicht gut aus, Junge. Du hattest wieder diesen Albtraum, nicht wahr? Onkel Brent bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. In den 10 Jahren, die ich schon bei ihm lebe, hat er einen guten Blick dafür entwickelt. Frisch ans Werk, Junge. Das ist ein wunderschöner Tag, perfekt zum Jagen. Das Jagen ist die große Leidenschaft meines Onkels. Er war einmal ein weithin bekannter Jäger und Abenteurer, aber nach dem Tod meiner Eltern hat er sich niedergelassen, um sich um mich zu kümmern zu können. Na los, schnapp dir deinen Bogen und ein paar Pfeile. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ah, okay. Und ich weiß gerade gar nicht, dieser Jäger Brent, gab es den tatsächlich schon mal in irgendeinem der anderen Teile als Nebencharakter oder so? Schön finde ich auf jeden Fall, dass wir hier auch wieder Animationen haben, so kleine von den Charakteren. Und hier sind doch schon Eier. Die sehe ich doch schon. Sehr geil, dann fangen wir damit mal an und holen uns Pfeil und Bogen. Ich nahm meine Jagdausrüstung und wir bekommen jetzt sofort schon ein Schwert. Das ist ziemlich schnell. Onkel Brent hat mir viel über das Jagen wilder Tiere beigebracht. Ich glaube, irgendwann einmal kann ich ein so guter Jäger werden wie er. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal mit Onkel Brent. Es ist hier in der Handhabung erstmal nichts anders als jetzt in den anderen Hero of the Kingdom Teilen. Es würde mich aber auch sehr wundern. Also es hätte mich sehr gewundert, wenn es so wäre. Du wirst heute versuchen, ein paar Kaninchen zu erlegen. Es ist gar nicht so schwer. Onkel Brent schickt mich auf die Kaninchenjagd, um unsere Vorräte an Fellen und Fleisch aufzufüllen. Okay, wir brauchen also Fleisch und die Felle. Und hier sehen wir auch schon ein paar Kaninchen. Hier sind Pilze, die wir direkt mal sammeln können. Sehr schön. Bei dem Blümchen können wir jetzt erstmal nichts machen. Das werden dann wahrscheinlich wieder Kräuter sein, die man sammeln kann. Den können wir auch noch nicht jagen. Aber gucken wir uns mal jetzt die Kaninchen an. Wir brauchen Bogenschießen 1. Ich habe 5. Ach, hat man jetzt auch einzelne Skillstufen? Sieht fast so aus. Wir brauchen natürlich Pfeile, wir brauchen Ausdauer, kennen wir ja auch schon, und unseren Bogen. Sehr nice. Ich habe das Kaninchen erlegt. Wir bekommen Fleisch und Fell. Ich kann jetzt besser mit Pfeil und Bogen umgehen. Okay, das heißt, wir haben jetzt Bogenschießen 6. Ja, tatsächlich. Das ist interessant. Jo, und auch dieses Kaninchen haben wir erlegt. Und für dieses fehlt uns allerdings Ausdauer. Die Jagd war ziemlich anstrengend. Ich sollte ein Lager aufschlagen und mich ausruhen, bevor ich weitermache. Naja, du kannst theoretisch auch einfach in der Hütte schlafen, aber gut. Lager aufschlagen können wir jetzt... Aha! Wir können das Lager also mittlerweile überall aufschlagen. Und dann haben wir hier so eine Zoom-Ansicht. Ich schlug ein Lager auf, genau wie Onkel Brent es mir beigebracht hatte. Hier kann ich mich gefahrlos ausruhen und neue Kräfte sammeln. Das ist ziemlich cool.
Das heißt, wir müssen jetzt nicht immer zu beliebigen bestimmten Bildschirmen aufbrechen, um dort mit einem bestimmten Nahrungsmittel im Prinzip uns ausruhen zu können. Leckere Mahlzeiten geben mir neue Kraft. Essen. Während ich am Feuer saß, gingen mir ein paar der Heldengeschichten meines Onkels durch den Kopf. Die über den Piratenkapitän gefielen mir am besten. Aber auch die über den Jungen, der das Königreich vor dem dunklen Lord gerettet hatte, war nicht übel. Hey, das sind Anspielungen auf Teil 1 und 2. Onkel Brent ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Manchmal habe ich das Gefühl, dass all diese Geschichten wirklich wahr sind. Ich wünschte, ich könnte selbst so ein Abenteuer erleben. Ich aß und machte ein kleines Nickerchen. Jetzt bin ich wieder bei Kräften und kann meine Aufgabe beenden. Doch ich gehe doch mal davon aus, dass du ein solches Abenteuer erleben wirst. Ich kann jederzeit ein Lager aufschlagen, um neue Kraft zu schöpfen. Das ist eine sehr gute Neuerung auf jeden Fall. Sehr schön. Ich denke, das sollten genug Kaninchen sein. Ich habe das Fleisch und die Felle in meinem Rucksack verstaut. Wir haben aber hier auch Pilze, die wir aktuell noch nicht sammeln können. Okay. Wir müssen jetzt erstmal in den Rucksack gucken. Kämpfen 3, Bogenschießen 6. Das sind unsere Fähigkeiten, das ist unser Rucksack und das ist wieder, wie wir es kennen, Ruhm, Ausdauer und Gold. Ach, wir können sie doch sammeln. Okay. Das war nur gesperrt dadurch, dass wir hier draufklicken mussten. Onkel Brent schickt mich, bla bla bla, das kennen wir. Ich brachte die Beute zu meinem Onkel. Ausgezeichnet, Junge. Das hast du toll gemacht. Und wir erhalten einen Ruhm. Natürlich erhalten wir von unserem Onkel Ruhm und Ehre. Du kannst das Fleisch, das wir nicht selbst benötigen, dem Wirt des Gasthauses verkaufen. Das Gasthaus, was natürlich direkt nebenan ist. Was haben wir hier vorne? Das sieht auch aus wie so ein Lagerfeuer oder so. Da sind auch noch Pilze. Haben wir hier irgendwo noch Eier? Da sind auch noch Pilze. Beeren. Die können wir aber nicht so sammeln, okay. Ach, aber wir können hier direkt schon Kisten aufsammeln. Da haben wir Eier. Sehr schön. Erstmal alles einsammeln, was wir hier noch irgendwo sehen. Mehr sehe ich aber aktuell nicht. Willkommen, Junge. Hast du etwas zu verkaufen? Oh ja, der Wirt möchte mir das Fleisch abkaufen, und zwar für 10 Gold. Ist das ein guter Deal? Ich habe keine Ahnung. Frisches Kaninchenfleisch. Gefällt mir. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich kaufe dir gern Zutaten für meine Gerichte ab. Okay. Aha, jetzt können wir also auch andere Nahrungsmittel hier verkaufen. Was hat er denn also? Fleisch... Fisch ist klar, Salz, Wurzeln, Eier und Pilze. Was ist das hier? Am Brunnen kann ich Wasser holen. Okay, wofür auch immer wir das brauchen. Wie sieht es denn hier aus? Hier kann ich Sachen kaufen. Ein Schwert. Hier haben wir Mahlzeiten, also Essen, Bier. Und das ist ein Schild? Die Kellnerin hat Angst, in den Keller unter dem Gasthaus zu gehen. Ratten haben sich dort breit gemacht. Können wir gegen die kämpfen? Da fehlt leider ein Heiltrank. Und wir sind auch nicht stark genug, was unseren Kämpfen-Skill angeht. Also darauf muss man jetzt auch immer achten. Was ist denn hier im Keller? Oh, da sind einige Ratten. Die können wir besiegen. Allerdings sind da noch 2 weitere. Hier fehlt mir jetzt leider der Kämpfen-Skill und auch die Ausdauer, die wir nicht haben. Aber Brent hat auch noch eine Mission für mich. Schau, Junge, ich habe neue Pfeile angefertigt. Hier, nehmen Sie ruhig. Onkel Brent hat neue Pfeile für mich hergestellt. Yay. Damit können wir also auf jeden Fall was anfangen. Und wir können jetzt nämlich auch zum Wald oder zum Dorf. Wie cool ist das denn? Also die Spielwelt öffnet sich hier tatsächlich recht schnell. Was verlangt er jetzt hier von uns? Wir brauchen 10 Mahlzeiten, okay. Die können wir uns ja mal besorgen, aber wir gehen jetzt erstmal zum Dorf. Okay, fangen wir wie immer damit an, erstmal die Sachen hier zu sammeln. Da haben wir Pilze, da haben wir Eier, da haben wir eine Kiste. Da ist eine Sichel drin, sehr gut. Ich denke, dass wir die gut gebrauchen werden können.
Da oben sind noch Eier. Hier sind noch Pilze. So, was machen wir denn? Wir reden mal zuerst mit Giselle. Giselle kocht wieder irgendetwas Köstliches. Das rieche ich schon von hier. Willkommen. Möchtest du etwas von meiner Pilzsuppe abhaben? Sie schmeckt köstlich. Wer könnte schon Essen von Giselle ablehnen? Ich jedenfalls nicht. Ich bekam eine große Schüssel Pilzsuppe und fühlte mich gleich viel besser. Kannst du mir im Gegenzug einen Gefallen tun? Giselle möchte, dass ich ihr ein Dutzend essbare Pilze bringe. Das sollte kein Problem sein. Schließlich wachsen die Pilze überall in den Wäldern der Umgebung. Ich muss nur die Augen offen halten. Das werden wir tun. Hier ist ein kleines Mädchen. Mit der können wir aber noch nichts machen. Dann haben wir hier Bediensteter. Der Bedienstete des Bürgermeisters soll Holz aus dem Wald hinter dem Gasthaus holen. Er ist aber zu beschäftigt und benötigt Hilfe bei dieser Aufgabe. Dann machen wir das halt. Hier geht es noch weiter nach unten. Zum Seeufer. Hier haben wir direkt wieder die Kaninchen. Was ist denn mit ihr hier? Bäuerin. Die Bäuerin braucht Eier, da ihre Hände in den vergangenen Tagen keine gelegt haben. Als Jäger sollte es mir keine Probleme bereiten, ein paar Eier in der Umgebung zu finden. Geben wir ihr doch die 10, die wir haben. Yay. Und Ruhm noch dazu, sehr schön. Hier können wir verschiedene Güter kaufen, unter anderem Werkzeuge. Was möchte denn der Mann auf der Brücke? Ich halte mich gern hier in der Gegend auf. Verdächtig. Verdächtig, wenn ihr mich fragt. So, jagen wir erstmal die Kaninchen. Ich kann jetzt besser mit Pfeil und Bogen umgehen. Das ist sehr schön. Warum kann ich die Ratten nicht einfach erlegen mit Pfeil und Bogen? Ich weiß, logischerweise ist das ein bisschen schwer. Aber trotzdem. Dann gehen wir mal zum Wald, würde ich sagen. Und gucken mal, dass wir da noch ein paar Pilze kriegen. Oh je, oh je. Und wir haben es hier auch direkt mit jeder Menge Viecher zu tun, die wahrscheinlich auch noch zu gut für unseren Skill-Level sind. Ein paar Sachen hier sammeln. Okay, ein Seil, das ist auch schon mal gut. Und Pilze. Die können wir aber nicht essen. Essen können wir ja wie gehabt nur diese Pilze. Und wir haben jetzt aber genug. Für Giselle. Großartig, du bist wirklich clever. Giselle bot mir zur Belohnung eine leckere Mahlzeit an. Wow, 30 Stück direkt bekommen. Und jetzt auch mehr Quests. Willkommen zurück, möchtest du etwas lernen? Giselle möchte mir beibringen, wie man kocht. Die Vorstellung, mir jederzeit selbst einen leckeren Pilzeintopf machen zu können, ist verlockend. Aha. Ich wünschte dir einen Kessel, um kochen zu können. Giselle würde mir einen verkaufen. 50. Das ist okay. Lass uns anfangen. Achte genau darauf, was ich mache. Du rührst mit einem Holzding drin. Gut, die Suppe ist fertig. Ich habe die Grundlagen des Kochens gelernt. Von nun an kann ich selbst Mahlzeiten in meinem Lager zubereiten. Lerne Koch zu werden. Gucken wir uns erstmal die Achievements an. Wir haben natürlich hier ein Achievement zum Thema Ruhm. Ausdauer natürlich. Dann haben wir Gold. Töte 50 Monster. Dann haben wir hier wieder finde einen Schatz. Dann natürlich die Pilze sammeln, die Eier sammeln, die Kisten sammeln. Dann haben wir Perlen sammeln. Erlege 20 Kaninchen. Was haben wir hier? Erlerne das Angeln. Erreiche Yellow Valley. Dann haben wir hier Kochen. Koche 2000 Mahlzeiten. Erhöhe die Kochenfähigkeit auf 100. Okay, je öfter wir eine Fähigkeit einsetzen, desto besser werden wir also in ihr. Das ist halt wieder so ein bisschen mehr RPG-mäßig. Was ganz cool ist auf jeden Fall. Reden wir doch mal mit Giselles Tochter. Giselles Tochter hat sich ein neues Spiel ausgedacht. Sie fängt blaue Schmetterlinge. Sie bittet mich mitzuspielen. Zwei. Suchen wir die doch mal alle. Da vorne. Hier ist noch eine. Hier sehe ich nirgendwo mehr ein. Merkwürdig. Ich habe jetzt erst 5. Was ist denn mit dem Bürgermeister? Oh, das ist nicht gut. Wer könnte... Irgendetwas beunruhigt den Bürgermeister offensichtlich. Er sucht nach jemandem Vertrauenswürdigen für eine besondere Aufgabe. Noch sind wir das nicht, leider. Ah, da sind die Schmetterlinge. Also in den anderen Bildschirmen sind auch welche.
gut, dann haben wir jetzt wie viele? Jetzt haben wir 9. Vielleicht im Wald noch? Okay, gerade sehe ich keinen, aber wir können ja erstmal hier ein bisschen aufräumen. Was brauchen wir denn, um an der Schlange vorbeizukommen? Oh Gott, da brauchen wir auch ein Schild und kämpfen 9. Hier kommen wir aber vorbei. So, oh, wir können jetzt kochen. Das ist cool. Die Pilzsuppe oder das Omelett. Das ist ja raffiniert. Wie cool ist das denn? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine wirklich gute Idee mit diesen Kochsachen. So, wir rasten jetzt erstmal 2-mal und holen uns ein bisschen Ausdauer. Wir können sogar nochmal rasten, dann haben wir direkt 30. Und können wieder aus dem Lager rausgehen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Ratte. Ich habe Erfahrungen im Kampf gesammelt und das ist jetzt besonders gut, weil jetzt haben wir da 4 und können jetzt in dem Keller weiter aufräumen. Aber was ist denn hier drin? Wir sehen hier weitere Ratten. Erfahrungen im Kampf gesammelt. Was brauchen wir hierfür? Ein Schild. Einen Schild, den wir so nicht haben. Können wir den denn kaufen? Wir haben zu wenig Geld dafür. Aber wir können bei ihm hier beispielsweise Fleisch verkaufen, aber nicht genug. Okay, kümmern wir uns also erstmal hier um den Keller. Jetzt haben wir Kampf schon 6. Hier können wir leider nichts öffnen. Aber vielleicht kriegen wir jetzt eine saftige Belohnung. Die Kellnerin hat Angst, in den Keller runterzugehen, weil da Ratten sind. Das Rattenproblem ist beseitigt. Nun ja, zumindest bis sie einen anderen Weg in den Keller gefunden haben. 2 Ruhm und 30 Nahrung dazu. Sie hat aber auch noch eine weitere Mission und hier ist ja auch noch eine Ratte. Da brauchen wir aber einen Heiltrank. Die Kellnerin hat neue Kissen bei der Bäuerin bestellt. Die Lieferung hätte längst da sein sollen. Können wir uns eigentlich einen Heiltrank holen? Jo. Dann können wir doch die Ratte wegballern hier. Das hat zwar sonst nichts weiter gebracht, aber immerhin sind wir noch wieder eine Stufe aufgestiegen. Was hat die Bäuerin denn? Die Bäuerin kann die Kissen für das Gasthaus nicht fertigstellen, da ihr Felle fehlen. Okay. Da sollten wir also im Prinzip aushelfen. Gehen wir mal zum Seeufer. Sehr, sehr schön. Und hier sehe ich doch direkt einen weiteren Schmetterling. Da ist auch noch einer. Und da auch. Und dann haben wir hier noch Eier. Ein paar Pilze. Noch ein paar Pilze. Ich denke, dass wir dann all diese Tiere jagen werden können irgendwann, wenn wir gut genug sind. Hier werden wir wahrscheinlich angeln lernen. Hier sehe ich doch auch schon wieder was. Sehr gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Hier sind Frösche. Interessant. Oh, da haben wir auch sogar schon eine Angel gefunden. Jetzt besser mit dem Bogen umgehen. Yay. Oh, da haben wir ein Fell gekriegt. Was ist denn mit ihm hier? Jäger. Die Jäger machen sich Sorgen um ihren Kollegen, der in den nahegelegenen Wäldern auf Jagd gegangen ist. Dann suchen wir den. Hier könnte ich... Oh, hier kann ich Felle kaufen. Speer. Pfeile. Bogen habe ich ja. Interessant. Was ist denn mit Lisa? Lisas Bruder ist sehr krank. Der Arzt hat angeordnet, dass sie eine Salbe aus den seltenen Pilzen, die in der Höhle hinter dem Gasthaus wachsen, machen soll. Okay. Bei ihm kann ich Angelzubehör kaufen. Die Ratte haue ich mal weg hier. Sehr schön, dass sich unser Schwert bisher nicht abgenutzt hat. Was ist denn mit ihm hier? Der Fischer ist bereit, mir sein Boot zu vermieten. Damit kann ich zur nahegelegenen Insel fahren. Aber warum sollte ich das? Ich habe aktuell noch gar keinen Grund dazu. Oh, bin ich mittlerweile gut genug, um die zu fangen? Nee, 20. Okay, da muss unser Skill aber noch um einiges steigen. Wir haben jetzt alle 12 Schmetterlinge. Schmetterlinge zu fangen war lustig, aber ich widme mich lieber etwas nützlicherem. Und die Felle. Die Bäuerin war sehr erfreut, dass ich ihr hochwertige Felle gebracht habe. Jetzt kann ich sie an die Arbeit. Jetzt kann sie an die Arbeit gehen. Wie viel haben wir mittlerweile Ruhm? 10, okay.
Es wird langsam. Fälle und Edelsteine, ich kaufe alles. Seid gegrüßt, Jäger. Ihr habt doch sicher Fälle und andere Trophäen zu verkaufen, oder? Der Händler kommt aus dem fernen Westen, aus dem Königreich am Meer. Er kauft Fälle und andere wertvolle Sachen. Oh ja. Oh, guck mal. Wir können ihm die Perle verkaufen. Außerdem hier goldenen Fisch, Schmuck, Kristall und hier wieder Geweihe und so weiter und so fort. Das kennen wir ja im Prinzip. Ein gutes Geschäft. Diese Waren gehen direkt zum Hof des Königs. Habe ich die Lieferung nicht gekriegt? Oder macht sie die gerade erst fertig? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Oh. Schau, Junge, ich habe neue Pfeile angefertigt. Hier, nimm sie ruhig. Schon wieder. Ach, du bist so gut zu mir, Brent. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir kaufen uns jetzt erstmal ein Schild. Sind wir jetzt stark genug für die... Nein, immer noch nicht. Wir haben auch gar keine Ausdauer mehr. Das ist ja ganz schön bitter. Na gut. Essen wir also ein paar Mahlzeiten. Warum habe ich da jetzt 11 gekriegt? Und jetzt 9? Ist ja irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. So, in dieser Höhle sollen Pilze sein, ja? Sehr schön. Oh ja, da sehen wir schon die ersten beiden. Es wird die Dorfgemeinschaft bestimmt freuen, wenn wir dem Bruder helfen. Und da brauchen wir einen Heiltrank. Hier kommen wir aber so durch. Es ist furchtbar dunkel hier. Ich brauche mehr Licht. Wir brauchen Licht und einen Heiltrank. Heiltrank. Licht. Wo konnte ich nochmal Licht besorgen? Ich glaube... Ah ja. Zum Glück ist die Fackel nicht besonders teuer. Oha, es geht noch wesentlich tiefer rein. So, kümmern wir uns erstmal um die Ratte hier. Die ist weg und dann haben wir hier etwas, was wir durchsuchen können. Und was bekommen wir? Oh, Heiltränke und Gold. Das ist gut. Hier müsste man jetzt Schlösser knacken können. Und das ist im Prinzip ja auch nochmal wieder die Bestätigung, dass das irgendwann kommen wird mit dem Schlösser knacken. Das war ja im zweiten Teil auch schon so. Hero of the Kingdom 2, da wurde das Schlösser knacken eingeführt. Und war eigentlich ganz sinnvoll. Hier haben wir übrigens noch eine Truhe. Mit einem Seil. So, dann haben wir hier den vierten Pilz. Oder war es der dritte? Ich habe Erfahrung im Kampf gesammelt. Und auch hier werden wir uns durchkämpfen. Mit einem Seil könnte ich hinabklettern. Oh je. Wir müssen also sogar hinabklettern. Zuvor allerdings will ich lieber nochmal rasten. Hier fehlt natürlich Salz und eine Pfanne. Ist die Frage, wie viel besser diese Kochrezepte sind. Wahrscheinlich schon um einiges, aber jetzt erstmal egal. Wir müssen hinabklettern. Und sind dann noch tiefer unten. Kristalle sehe ich hier. Ich habe Erfahrungen im Kampf gesammelt. Sehr geil. Da dürften wir jetzt auch mittlerweile stark genug sein, um die Schlange zu besiegen. Hier fehlt dann wieder die Fackel. Und hier fehlt auch die Ausdauer. Und da ist eine Ratte gespawnt. Interessant. Dass die einfach so nachspawnen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja gut, dann würde ich sagen, kaufen wir mal eine Pfanne. Und Salz. Dann testen wir mal, was dieses Kochrezept bringt, ob das gut ist. Ach, das bringt uns 24 davon, okay. Also alles, was wir kochen, bringt im Prinzip dann wiederum Mahlzeiten, die wir als Universalmittel brauchen, um an Ausdauer zu kommen. Interessant. Wir brauchen jetzt auch noch eine Fackel. Oh, da ist die Bäuerin. Die Kisten sind fertig, ich kann sie zum Gasthaus bringen. Schön. Yay, 20 Gold, immerhin.
So, zurück in die Höhle. Erstmal Licht machen. Kristalle können wir verkaufen. Das ist also schon mal grundsätzlich gut. Oh Mann. Oh Mann. Das sind ja noch mal größere Fledermäuse hier. Das sind nicht die stinknormalen. Ich habe Erfahrungen im Kampf gesammelt. Das ist, glaube ich, der 5. Pilz, oder? Ja. Abscheuliche Fledermaus. Junge, oh Junge. 12 brauche ich dafür und dafür 13. Oh Junge, oh Junge. Ich gehe mal lieber wieder hoch. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Pilze, die wir brauchen. Und zwar hier. Lisa bedankte sich für die Pilze. Sie hatte Angst, selbst in die Höhle zu gehen. Verständlich. Wir kriegen 5-mal rohen Fisch und 2-mal den Ruhm. Und haben damit jetzt insgesamt 12. Das reicht aber noch nicht. So, hier brauchen wir jetzt Ausdauer. Haben wir gerade gar nicht und wir haben auch keine Möglichkeit, an welche ranzukommen. Hier bräuchten wir Karotten. Karotten kriegen wir von Giselle. Wie teuer sind die? Wir kriegen 2 für 6. Das ist okay. Das ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Ja, 24. Ich kann jetzt besser kochen. Cool. Sind ja auf jeden Fall schon mal über 20. An Ausdauer. Oh, da kann ich sogar nochmal. So, und jetzt hauen wir doch mal die paar Schlangen hier weg, die wir einmal hier haben. Zum Wald. Okay, das ist dann sozusagen der Rundgang. Ah ne, das ist ein anderer Wald. Guck mal. Interessant. Ich find's cool, dass Pilze und sowas und auch Eier eine sinnvolle Verwendung jetzt finden. Wenn wir kochen, ist das eigentlich sehr gut gelöst. Ein Geweih. Oh, noch mehr Pilze. Wie sieht's denn hier aus mit dem Kaninchen? Kann ich so fangen? Beziehungsweise erlegen? Fangen. Ich bin ein Jäger, sowas mache ich nicht. Ich habe hier jetzt 12 beim Bogenskill. Und hier brauche ich einen Speer. Wie teuer ist denn der Speer? 150! Das ist ganz schön übertrieben. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh, der hat neue Pfeile, oder? Voll cool. Immer mal wieder bei Onkel Brent vorbeischauen, dann kriegt man Pfeile. Ich habe Erfahrungen im Kampf gesammelt. Und der Weg ist jetzt frei. Hier können wir eine weitere Schlange bezwingen. Mein Schwert ist zerbrochen. Na geil. Das ist jetzt natürlich echt eine Katastrophe. Hier ist das Holz, das zum Haus des Bürgermeisters gebracht werden soll. Ohne ein Pferd bekomme ich es allerdings nicht von hier weg. Ja, das ist natürlich toll gelaufen. Da haben wir Gegengift. Dann haben wir noch Pilze. Pilze. Und noch mehr Pilze. Wo kriegen wir denn ein Pferd her? Oh, warte mal. Sind da neue Pilze gewachsen oder waren die da die ganze Zeit schon? Ich habe sie einfach nur ignoriert. Sagt jetzt nichts. Da sind auch neue Pilze. Da sind auch neue Pilze. Die respawnen doch. Die respawnen doch. Warte mal, wir können das Geweih verkaufen. Ah, hier. Der Bauer leiht mir bereitwillig sein Pferd. Ich versprach dem Bauern, mich gut um sein Pferd zu kümmern. Na, was heißt bereitwillig? Ich musste ihm 20 Gold geben. Also so bereitwillig ist das jetzt auch nicht. So, dann haben wir die 5 Holz. Und kommen damit... Wie? Ich brauche dafür auch noch wieder Ausdauer. Are you shitting me? Ich kann jetzt besser kochen. Müssen wir da nicht eigentlich irgendwann mal neue Rezepte lernen oder so? Ich meine, ich frage nur. Ich frage nur für einen Freund. Ich frage wirklich nur für einen Freund. Indianer Ehrenwort. Sehr schön. Alles erledigt. Nach dieser harten Arbeit habe ich mir eine Belohnung verdient.
Ich habe das Pferd zurück zu seinem Bauern gebracht. Jetzt können wir endlich die Aufgabe des Bürgermeisters annehmen. Junge, ich habe in letzter Zeit viel Gutes über dich gehört. Könntest du vielleicht... Der Bürgermeister bittet mich, den Weg nach Yellow Valley zu erkunden. Die Dorfbewohner behaupten, Orks in der Nähe gesehen zu haben. Angeblich in den Bergen östlich des Seeufers. Das ist jetzt also unsere Aufgabe, beziehungsweise meine Aufgabe. Hier. In die Berge. Würde ich gerne machen, aber wir sind noch lange nicht so weit. Wir haben noch einiges zu tun, nämlich auf dieser Seite zum Beispiel. Gegengift, wir haben jetzt ein Schwert, was wir brauchen. Und das ist ja kaputt gegangen leider. Und wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht die komischen Fledermäuse da unten töten können. Ja, ich hole mir jetzt erstmal ein neues Schwert. Und dann probieren wir mal unser Glück hier unten. Bei dieser... Fledermaus. Bei dieser Fledermaus. Und hier fehlt uns der Heiltrank, aber auch der Skill. Und das kann ich irgendwie nicht, leider noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie ich die Kristalle abbauen will. So ganz ohne weiteres scheint es jedenfalls nicht zu gehen. Da können wir nicht übersetzen, weil wir das Geld nicht mehr haben. Das können wir nicht besiegen, weil uns da ein Speer fehlt. Was können wir denn noch verkaufen? Wir können ja erstmal hier noch ein bisschen Gold machen. Ja. Die Felle können wir ja auch verkaufen. Ja, also die Pilze respawnen wirklich. Aber ist klar, wenn man die für Kochrezepte braucht, dann ist es, wäre es ja sehr merkwürdig, wenn das eine endliche Ressource wäre. So, den können wir Fleisch verkaufen. So, dann haben wir ja immerhin wieder ein bisschen mehr Geld. Was brauchen wir hierfür noch? Wir brauchen Karotten wieder. Wie viele... Holen wir jetzt erstmal. Ah, da brauche ich Ausdauer. Das ist jetzt gerade so ein bisschen. So, holen wir uns mal das. Jetzt kann ich das kochen. Ja, und jetzt kann ich das kochen. Und wir. Oh, neue Rezepte. Hier brauchen wir jetzt rohes Fleisch. Und Wurzeln, gebratenes Fleisch. Und hier haben wir die Fischsuppe. Sehr schön. Okay, jetzt essen wir immer direkt 20. Ist das jetzt neuer Standard oder warum? Warum? So, yay. Wir können noch besser schießen. Und jetzt können wir übersetzen. Der Fischer ist bereit, mir das Boot zu geben. Ja, dann nehmen wir das Boot doch und gehen zur Insel. Wie gesagt, ich habe zwar keinen Grund dazu, theoretisch. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier dann das Angeln lernen werden. Und dann haben wir Seil, da haben wir Eier. Da haben wir eine Perle. Da haben wir noch eine Perle. Und da haben wir noch eine Perle. Wir haben also mehrfach das Geld wieder raus, was wir jetzt eingesetzt haben, um überhaupt auf diese Insel zu kommen. Ja, gehen oder bleiben, ihr dürft entscheiden hier bei Adventure Time. Wenn euch Hero of the Kingdom 3 genauso gut gefällt wie die beiden Vorgänger, dann guckt euch doch die Videos an, votet für die Projekte, indem ihr einen Daumen nach oben gebt und kommentiert sie fleißig. Denn dann werden wir auch Hero of the Kingdom 3 zu einem Ende bringen, denn wir wissen ja aktuell noch gar nicht, was wird unser großes Abenteuer sein. Es beginnt offenbar alles als Jägerlehrling und wir sollen jetzt Orks jagen. Mal sehen. I want you for an adventure.